Lasst mich erzählen von Takar. Isila verbrennen unser Volk. Batari will Takar unterwerfen. Im Norden marschieren die Udam unter Ui. Takar muss stark sein. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Far Cry Primal. Und nachdem die letzten beiden Wochen ja ein bisschen zu kurz gekommen sind, was Far Cry Primal anbetrifft, sind wir heute wieder da, aber es war einfach Fasnacht dazwischen. Ich war deswegen, ja, eingespannt, hatte verschiedene Veranstaltungen und ja, deswegen ist es dann das ein oder andere Video ausgefallen, betrifft aber nicht nur Far Cry Primal, sondern auch andere Serien. Ich bitte dies zu entschuldigen und wir sind ja jetzt wieder voll da. Und wollen mal gucken, was uns heute so erwartet. Dafür muss ich jetzt erstmal auf die Karte gucken, was wir auch machen können. Hier, guck mal, hier gibt es doch schon mal eine Quest direkt voraus. Ansonsten ist sehr viel noch hier drüben, ne? Wie ihr seht, da werden wir dann auch, denke ich, in dieser Richtung weitermachen. Hier unten ist auch noch ein Außenposten, den man holen kann. Also gibt noch ein bisschen was zu tun hier. Jetzt möchte ich aber erstmal gucken, was es mit dieser Mission auf sich hat, die mir da angezeigt wird. Zack, zack, da drüben, neben einer Hütte. So, machen wir mal auf den Schuppen. Aha, mein Geist brodelt also. Och, nicht schon wieder Blut trinken, dann halluziniere ich doch schon wieder wie bekloppt. Ja, noch ein bisschen Sand rein, das ist doch super. Ah! Prost! Und es geht wieder los. Wobei ich ja sagen muss, dass ich diese Halluzinationsmission ganz cool finde eigentlich. Aha, mal gucken, was wir hier entdecken können. Vision des Feuers. Ich soll die größte Angst der Isila finden. Das ist wahrscheinlich dann das hier. Krati! Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Erreicht die stehenden Steine. Ach, da sind Feinde. Feuer von Krati. Das Feuer von Krati wird von allen Isila gefürchtet. Halte rechte Maus gedrückt und drücke linke Maustaste, um einen Meteorpfeil abzuschießen und den Zorn der Sonne zu entfesseln. Töte 5 Gegner, um das Feuer von Krati aufzuladen und einen mächtigen Dreifachschuss für deinen nächsten Schuss zu erhalten. Nachdem du den dreifachen Pfeilhagel abgeschossen hast, wechselst du wieder zum Meteorfall. Alter Falter, das geht ja ab. Mal gucken. Oh, jetzt habe ich diesen Dreifachfall. Geiler Scheiß. Aber der lohnt sich eigentlich erst bei mehreren. Also das ist mal richtig cool gemacht, das muss ich jetzt mal so sagen. Auch wenn ich hier gerade ein bisschen verwirrt durch die Gegend stapfe, aber es ist cool gemacht. Ich finde generell, dass die Kritik, die es ja durchaus an Far Cry Primal gab,
Für mich nicht ganz nachvollziehbar ist. Ich finde, es ist ein schönes Spiel geworden. Ah, überall Feuer. Oh, da kommen die nächsten Vögel. Aber der Weg scheint ganz schön weit zu sein bis zu diesen komischen stehenden Steinen. Es sind vor allem mal ganz schön viele Fuzzis. Wo sind die denn alle? Ah, da hinten ist noch einer. Das ist ein stehender Stein, aber wie? Muss ich die anschießen oder was? Nee, scheinbar nicht. Ah doch, muss ich anschießen. Scheinbar mit dem Dreifachpfeil. Oder geht er mit dem kleinen Pfeil? Ich weiß gar nicht. Ja, geht auch mit dem kleinen. Guck mal hier. Sehr cool gemacht, muss man sagen. Und jetzt? Was passiert jetzt? Übrigens, wenn euch das Video gefällt, ne, dann wisst ihr ja, Daumen hoch da lassen. Ihr dürft auch gerne kommentieren, also Anregungen, Wünsche, Kritik. Und über Abonnenten neue freuen wir uns natürlich auch wenn wir momentan einen richtig guten Wachstum haben, da freuen wir uns auch drüber. Aber freuen uns natürlich, wenn noch mehr da ist. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Den Mond soll ich zerschlagen, ist klar. Und wo ist dieser blöde Mond? Mal gucken. Ich laufe einfach den Weg weiter, ne? Muss ja irgendwo sein. Ah, Dreifachschuss brauche ich dafür. Oha. Ich habe ihn wohl zerschlagen, den Mond. Ah, nee, nur angekratzt. Hat er hier drei verfallen? Immer noch nicht. Mann, ey. Ach, da oben ist noch so ein Vogel. Ah, jetzt habe ich einen Dreifach. Wer kommt auf so eine Idee, Mann? Das ist so cool inszeniert. Ich wollte ja alle sagen, oder auch noch zwei. Ich brauche nämlich Dreifachpfeil wieder. Einen brauche ich noch. Wo ist er? Ich höre sie, aber ich kann... Na ja, laufen wir noch mal ein Stück weiter hoch. Ah, hier ist einer.
Geht der Motor immer mal kaputt? Nur mal. Alter Falter, richtig, richtig cool. Also das ist bisher für mich persönlich der beste Moment in diesem Spiel, muss ich sagen. Also richtig, richtig schön gemacht. Und damit ist die Vision des Feuers auch schon abgeschlossen. Mal gucken, ob es da noch eine zweite Vision gibt. Das ist ja oft so, dass man dann mehrere Visionen hintereinander machen kann. Aber fand ich geil. Wir waren auf einem geilen Trip, Freunde. Shansha, Sushalai, Spajam. Ja. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Oha. Salwa Yasushalain Twayagis. Prasqua Pashta. Grati. 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 Mash. Aha, ich habe schon Grati holen. Asupnir Pacham. Hakis. Hakis. Na gut, dann gehe ich halt wieder raus. Aber das war auf jeden Fall sehr interessant, was wir hier erlebt haben. Und ich habe gesehen, es gibt hier noch eine Mission. Da drüben nämlich. Jetzt die ist gerade aufgeploppt. Also kommen wir auch in der Story ein bisschen voran. Hey, ich habe eine Ubisoft Club Aktion beendet. Hey, wie toll. Und jetzt wollen wir mal gucken. Wo ist die denn, die alte? Hier, muss ich doch sagen. Ach, hier. Hallo. Also ist für diese Ohrsammlerin da. Schaus. Tanhi tushi daha. Akista. Tanhi na kwaida shanchirsh. Aish. Tanhi tushi shanchi takar. Aish. Aha. Wanda. Sa. Damshu wanam. Wanam. Charufadas Sidamsha Shlanga. Ma Muwaida Kwati Charufadas Shanchi. Wir werden sehen. Daru Balia. Laiwabi. Udam Dijamso. Die Schausi Schwada. Nasam. Die Ohrensammlerin, hey. Ist ja eine der ersten, die ich kennengelernt habe in diesem Spiel. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann müsst ihr einfach mal in der Playlist zu Far Cry Primal bei uns in die ersten Folgen schauen. Ich glaube, innerhalb der ersten fünf irgendwo passiert das. Und wir haben eine neue Mission zum Kartenmenü dazu bekommen. Das ist sehr nett. Wo ist die denn? Wahrscheinlich irgendwo ganz weit hinten. Ich sehe sie gar nicht. Doch. Hier ist eine Mission. Auf jeden Fall schon mal. Urki der Denker. Ah, hier oben ist die, glaube ich, ne? Ja, Mai die Jägerin. Genau, hier ist es. Da oben. Aber. Ich überlege ja gerade noch hier unten diesen.
Ja, das machen wir auch noch. Wir holen hier unten noch den Faulsee-Außenposten. So, Außenposten sind immer mal gut. Reise noch mal raus in die Wildnis. Dann müssen wir das natürlich auch noch markieren. Und dann machen wir mal uns auf den Weg. So, lila Blatt kann man brauchen, oder Südpuferblatt ist das ja. Ah, das kann man noch brauchen. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Und warum habe ich nicht meine Keule? Oh, Speer ist auch nicht schlecht, aber Keule ist mir lieber. Ah, da ist wieder so ein Berglöwe. Aber der soll mich mal nicht nerven. Wo ist eigentlich mein Kätzchen? Ah, da hinten. Ich dachte schon, es wäre weg. So, was haben wir denn hier für Holz? Das schauen wir erstmal. Südahorn. Okay, habe ich voll. Ah, hier gibt's was zu tun. Was ist denn hier los? Beschütze die Venja vor den Raubtier. Eieiei. Boah, die machen ganz schön Aua, die Scheißviecher. Da sollte ich mit dem besser mit dem Bogen rangehen. Laufen, 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 heilen. Ich hab's auf jeden Fall abgeschlossen, aber das Vieh setzt mir ordentlich zu. Ich. Ha! Hab's. Ja, mein Kleiner, du scheiß dich kaum. Schauen wir mal, was die dabei haben. Die müssen ja auch irgendwas Cooles dabei haben. Wollnashörner. 7-mal Fleisch und Wollnashornhaut. Sehr nett. Hier gibt es aber noch mehr Viecher. Noch mehr Wollnashörner. Und hier gibt es vor allem Südstein. Den kann man noch brauchen für unsere Ausbauten von unserem Dörfchen. Waren das nur 2 Stück? Das waren doch 3, dachte ich. Nö, scheinbar waren es nur 2. Nun gut, denn. Wir nehmen auf jeden Fall mal Südstein von hier mit, wenn wir schon da sind. Schilf weiß ich gar nicht. Haben wir das momentan voll? Oder ist das mal wieder leer? Nee, Schilf haben wir genug. Was bist du denn für ein Viech? Sag mal, bist du eigentlich bekloppt? Ich habe doch hier gar nichts getan, ja. Mir wurscht, ich mache weiter hier mit Südstein. Und Südstein Staub, das ist nämlich das, was ich noch brauche. Oh, komm, ey, was bist du denn? Für ein Kackbratzviech, du dummes Tier. Ich versohle dir den Hintern. Ich sollte mich heilen. Das Viech hat's drauf, Alter. Ich muss mich heilen. Ich hab mich doch geheilt, Mann! Verdammte Axt. Na gut. Guck mal hier. Ich kann da irgendwas bauen. Mal gucken. K. Ja, im Dorf kann ich was bauen. Nur was? Muss mal gucken.
Also irgendwas muss ich bauen können, weil das steht ja da, ne? Nur was? Südstein habe ich jetzt dafür genug. Selten hier schaut, fehlt halt noch ein bisschen was da. Tensai's Hütte ist völlig ausgebaut, aber hier. Die muss ich erst zurückbringen. Verstehe ich nicht. Handwerk kann ich auf jeden Fall ein bisschen was machen. Und zwar kann ich mir eine neue Upgrade für die Keule holen. Was ja auch sicherlich nicht so schlecht ist. Hält es ein bisschen mehr aus. Ah! Bum Salam. Jetzt müssen wir aber wieder zum dem, was wir eigentlich tun wollten. Weil ich glaube, ihr habt nicht mehr alle Waffen am Zaun. Wo ist denn hier noch so ein Vieh-Typ? Ach, der hier. Ja, nee! Kommt da so ein scheiß Nashorn an und macht mir meinen Typ hier kaputt. Du spinnst wohl. Ah, Level up. Wo ist eigentlich mein... Wie kann ich mal mein Vieh holen? Warte mal. Bestienkontrolle. B. B war das, genau. B. B. Danke. Wo ist mein... Da. Südahorn, das kann man auch brauchen. Ah, ist voll. Genau wie alter Holz auch voll war, ne? Also Holz habe ich unten genug. So, lauf weiter. Wir müssen noch diesen Punkt holen. Das haben wir versprochen in diesem Let's Play. Immerhin habe ich jetzt mal eine Steinkeule. Was ist das denn? Das ist ja Rotblatt. Weiß gar nicht, habe ich es voll? Ne, hatte ich nicht voll. Das ist Südahorn, den habe ich voll, ne? So, da sind wir doch an dem Lager. Da unten ist es. Und wir schleichen uns an. Also versuchen das zumindest mal. Bisher sehe ich aber keine Feinde, komisch. Doch, da ist einer. Da ist noch einer, aber da komme ich von hier nicht ran. Oh, die haben hier einen schönen Teich. Ja, komm. Jetzt kommen wir mal dran, oder? Ja. Ja, dumm gelaufen, jetzt haben die hier Gegner gerufen. Oha, die haben ja was drauf hier. Ich muss kurz mal außer Sicht, dass wir uns heilen. Aber ich bin geheilt, ne? Ja, gut.
Wo ist meine... Wo schießen die denn her, Mann? Da vorne, Chase. Das war's wohl. Sehr schön. Außenposten erobert. Auch wenn das sicherlich nicht die feinste Art und Weise war, wie ich das gemacht habe. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber es hat funktioniert. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier noch looten können, ob wir da noch was Interessantes finden und dann gibt es noch mal kurz die Information jetzt für euch. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da. Ihr dürft natürlich auch sehr, sehr gerne kommentieren. Abonnieren. Und liken, da freuen wir uns sehr drüber. Hallo. Und im Abspann seht ihr jetzt gleich noch, was es sonst noch so Interessantes bei uns im Kanal gibt. Sowie natürlich nochmal verlinkt die komplette Playlist zu Let's Play Far Cry Primal. Und während ich hier noch wie so ein Bescheuerter die Typen loote, sage ich zu euch, viel Spaß noch auf dem Kanal von DZFM Gaming. Und wir sehen uns dann nächsten Montag spätestens wieder, zumindest wenn ihr nur Far Cry Primal guckt. Hier bei uns im Kanal, denn dann gibt's eine neue Folge. Also bis dahin. Oh, jetzt habe ich die Zündkeule angezündet. Bis dahin, tschüss und macht's gut.